Ja, liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Need for Speed Unbound. Mit unserem neuen Stufe S Schlitten heiße ich euch herzlich willkommen und viele Grüße aus Zürich. Ja, ich bin im Urlaub momentan und genieße mal ein bisschen Freizeit mit Freunden und wie auch immer. Ja, was heute ansteht, kann ich euch nicht sagen, weil ich quasi jetzt eine Woche im Voraus aufnehme. Heute ist Samstag, wenn diese Folge rauskommt. Ich nehme jetzt quasi die Zeit auf, wo ich jetzt im Urlaub bin. Damit ihr da auf jeden Fall schon mal Need for Speed habt. FIFA läuft auf alle Fälle weiter. Formel 1 weiß ich noch nicht, aber FIFA auf jeden Fall. Und das ist nämlich durch. Und Need for Speed jetzt auch auf jeden Fall. Und ich hoffe auch bald Assassin's Creed. Aber ich habe es eigentlich am Wochenende vor. Also quasi letzte Woche vor gehabt aufzunehmen. Ich glaube, ich hoffe, wenn die Folge kommt, kommt natürlich auch Assassin's Creed oder kam in diesem Sinne. Gut, zieht immer so ein. Wir starten durch. Unser Ziel ist es, uns vorzubereiten für die Stufe S. Moment, für die nächste Qualifikation, die dritte dann im Bunde. So, jetzt muss ich gerade nur gucken, wie viel Kohle wir brauchen. Wir brauchen auf jeden Fall mal Geld für das Elite-Ding. Oh ja, da könnte man schon mal was machen. 308 wäre das. Brauchen wir noch was? Das könnte sein, dass wir das reicht. Ja, wir werden es auf jeden Fall erstmal nutzen. Bis wir Elite da haben. Ja, müssen wir gucken, was wir machen. Gut, wir fahren jetzt mal ein bisschen Kohle rein. Wir müssen jetzt mal natürlich erstmal die Garage updaten. Da fehlt jetzt natürlich erstmal 100.000 plus die 100.000 für das Ding. Also 200.000 brauchen wir auf alle Fälle. Plus halt das Geld für die Teile. Also werden wir erstmal wahrscheinlich ein paar A-Plus-Rennen fahren. Wir haben ein B-Auto, wir haben ein A-Auto, wir haben ein A-Plus-Auto. Und jetzt geht's weiter mit Richtung Stufe S. Deswegen habe ich mir den Nissan GTR Premium Edition aus dem Jahre 2017 geholt mit der Nismo-Lackierung. Die habe ich aus dem Community Store. So, okay. Meine Wagen, ich werde erstmal. Wir haben ja den McLaren noch, ne? Den haben wir ja auch noch theoretisch als jetzt Plus-Auto. Das ist mir gerade aufgefallen, dass wir den auch noch haben, dass wir den ja gewonnen haben noch. Theoretisch brauchen wir denn den. Gut, das ist ein S-Auto, das ist ein S-Plus-Auto, der ja auch schon fast voll ist. So, ja, austauschen. Ist Anfang S-Plus. Gut, dann bauen wir uns den natürlich. Kann sein, wenn wir mal gucken, wie teuer würde der mir bringen. Verkaufen. Den Acura. Oh, der Acura kostet auch 113.000, würde der mir bringen. Krass. Warte mal. Meine Wagen, ich will mal ganz was gucken. Wenn der mir richtig Geld bringen würde, würde ich mir sogar aufbauen. Ich will eigentlich gerne eigene Autos haben. So, kaufen und verkaufen. Gucken wir mal gerade rein. Der würde mir gar nichts bringen. Der Eclipse kostet 39.400. Der würde mir 113.000 bringen. Und der McLaren gar nichts. Deswegen behalten wir auch den McLaren. Gut. Ich guck mal gerade was. Dadurch, dass er gar nichts bringt, haben wir nämlich tatsächlich unser erstes Auto schon. So, warte mal, Leistung. Ich kann mal gucken. Motor. Nee, Teile will ich haben. Rein theoretisch muss ich jetzt gerade was gucken, ob ich eine Stufe schwächer irgendwo was machen kann. Ob ich das runterbauen kann. Gar nichts eigentlich sogar. Ja, nicht eigentlich sogar. Ich will auf S eigentlich schwerer kommen. Nö, eigentlich nicht. Okay, dann halt. Nicht. Hier wäre er auf. Warte mal, was ist denn das für ein Reifen? Grundding Fahrwerk. Hier würde der auf Sport gehen. Das ist ein Straßenfahrwerk. Das ist ein Offroad-Fahrwerk.
Ja, nee, alles gut. Dann kann ich den McLaren gar nicht zurückbauen. Schade eigentlich, aber ich hätte nämlich dann schon viel für S, dann hätte ich manchmal ein S-Auto. Aber gut. Ja, weil der McLaren würde man den nicht verkaufen können, als S-Plus-Auto nehmen. Nee, alles gut. Dann ist das jetzt so. Gut. Garage-Upgrade brauchen wir nicht. Handling brauchen wir auch nicht umbauen. Gut, meine Autos. Wir starten mal gleich rein ins Rennen. Erste Rennen. So, ich lasse mich jetzt natürlich mit dem Acura weiter aufbauen. So, da wir den ja eh brauchen, wir brauchen ja vier Autos insgesamt. Deswegen ist das jetzt erstmal so. Ich weiß aber gar nicht, welche überhaupt wir brauchen. Aber ich denke mal, S und S Plus wird das wahrscheinlich sein. Warte mal, spielen. S-Auto, ja, haben wir ja. Nee, alles gut. Dann starten wir erstmal heute an den Tag. Wir haben ein A-Plus-Auto. Wir müssen jetzt gucken, was wir machen heute. Da ist ein. Ist das ein. Das ist eine Kurvenlegende, die uns 5000 bringen würde. Das ist ein Skyline Sprint. Straßenrennen. Hätten wir ja B. Hätten wir ja. Wir haben ja den Eclipse, der auf B ist. Nee, auf A ist der. Wir haben ja gar kein B-Auto mehr. Plus, verdienen ja gar kein Geld momentan. Hier würden wir 2000 bringen. Abseits der Zivilisation. Langstreckenrennen ist das. Gut. Was haben wir hier? Dummstellen. Ein Drift-Event. Dazu haben wir nämlich noch nicht mal das Auto für. Den Lakeshore Remix. Den haben wir schon mal gefahren, glaube ich. Den haben wir auch schon mal gefahren. Aber weil ich das Rennen so cool finde, starten wir damit jetzt noch mal rein. Ich könnte mal wieder neue Autos liefern. Das wäre natürlich geil. Jo, es geht heute Attention wieder. an alle Einheiten. Heute sind zusätzliche Wagen unterwegs, um ein paar Racer zu schnappen. Holt sie euch. Was haben wir denn eigentlich hier so nebenbei? Ach, ein Bärchen! Stimmt, das sind diese komischen Bärchen, diese Zeichen. Ja, auf jeden Fall geht es wieder ein bisschen was rund. Willkommen zurück bei KRSFM News Across the Lake. Während sich das Wahlrennen zuspitzt, sprach Bürgermeisterin Stevenson vor dem Kapitol mit der Presse, um erneut ihr Engagement für. So, da sind wir wieder. So, fahren wir mal den Lecture Remix. Hobby. Also wieder die gleichen Chaoten. Gut, das ist wahrscheinlich, weil wir immer die gleiche Stärke haben, aber ich denke mal, wenn wir mal stärker sind, könnte es sein, dass wir neue Kollegen haben, neue Gegner haben. So, mal gucken, was wir beim ersten Mal. Ja, du rammst mich doch auch. Hab ich nicht gesehen.
Ich meine, na klar, wenn ich hier Akura verkaufe, mein neues Auto gerne. Geh mal weg. Scheiße. Ich musste mal irgendwie dem ausweichen. Jetzt bin ich schon wieder Sechster, es kotzt mich. Ich bin immer noch Fünfter. Ich komme gerade aber auch nicht mehr so, nicht so wirklich ran. Ich muss jetzt mal ein bisschen rankommen. Nein, ich hab Checkpoint verpasst. Das ist. Oh nein, was macht ihr da? Warum setzt du mich dann nicht darüber? Ja, ich befürchte, das ist das Rennen, das wir schon mal gemacht haben. Wo wir schon mal ein bisschen verkackt haben. Oh ja, dann aber nicht gegen. Brauchen wir nicht gar nicht erst weiter probieren. Ich bin auch wieder mit. Lass mich mal was versuchen. Nee, nee. Boah, ich komme nicht hinterher gegen den. Gegen die Corvette. Ich war ja am Überlegen, ob ich die Corvette nehmen soll. Statt den GTR. Verpiss dich jetzt nicht. Mir gehen gerade die Kopf so. Das Problem ist natürlich, dass jetzt durch diese Nummer. Ja, natürlich ich, ey. Und ja, und die Kollegin der Hallo da vorne, die sagt dann hier Dankeschön oder was. Ach Gott, gib mir nicht auf den Sack. Aber kann die alle nach vorne noch nicht mal mir einen Fehler machen oder jagen die gerade nur mich? Los geht's!
Ne, ich habe keine Chance gegen... Hallo, die ist hier auf der Strecke einfach nicht zu schlagen. Und dann hast du doch Justicia, die das mit so einer Asi-Aktion, die kann... Ach, was geht denn heute los? Was ist denn auf der Strecke hier? Die Strecke, die liegt mir überhaupt nicht. Also ich krieg die nicht gepackt, die Typen. Wenn ich hier mal ran bin, dann zieht mir auch die gute Dings weg. Mal sehen, ob du wirklich so gut bist. Doch, hast du mich erschreckt? Das war leider nicht Hallo. Tschüss. Ja, ich könnte mir die Nakura austauschen und die Corvette dafür holen, aber das wäre jetzt auch sinnvoll. Ich überhole dich gleich. Streife verfolgt die Zielperson. Die Zielperson fährt da vorne Platz 1. Nee, ich habe keine Chance, die, sobald die irgendwie mal eine Möglichkeit hat, wegzukommen, ist die weg. Dieser Vollpfosten schrammt andere Fahrzeuge. Und das war's. Wie gesagt, weil die KI dann mich hackt. Könnt ihr mal irgendwie einen Fehler machen da vorne? Könnt ihr mal die Olle da jagen? Statt mir die ganze Zeit auf den Sack zu gehen? Ich habe nicht den Hauch einer Chance, da irgendwas zu machen. Verdammt, die setzen uns hier ganz schön zu. Zentrale hier Streife. Wir verfolgen die Zielperson. Die hat. Hallo hat. Zieht mir so weg, egal was ich mache. Ich habe keine Chance, da hinterher zu kommen. Die also, boah, ey, geht die mir ohne mir. Ja, kann nichts machen. Ich befürchte, dass ich echt umbauen muss. Dass ich echt umplanen muss. Dass ich in der Kura austauschen muss. Ja, natürlich müssen die Cops jetzt unbedingt noch mitspielen, oder? Zentrale, wir wurden gerammt. Verlangsamen wir das Ziel. Ich muss wissen, was die kostet. Wenn ich Glück habe, also ich weiß nicht, was die Stärke ist. Ob das möglich ist, vielleicht tausche ich es. Tatsächlich. Kennedy Drive. Auf dem Gelände machen unsere Räder nicht mit. Wir werden abgehängt. Ich glaube, wir müssen gleich aufgeben. Wo ist die Zielperson? Weit, weit weg. Auf Kennedy Test Track entwischt. Finden wir diesen Tank, damit ich nach Hause zu meiner Frau und meinen Kindern kann. Na, ah, scheiße, das war nicht geplant. Komm. Ich will das Bärchen da oben noch mitnehmen. Für mich ist das gelaufen, Leute. Hab mal Auftrag für dich. Kennst du Chemie so? Er war mein Schützling vor dir. Ich bin nicht die erste Person, die für dich fährt.
Wie verletzend. Nein, aber du bist mein Favorit. Jedenfalls muss ein Ferrari LaFerrari abgeholt werden. Im Ernst? Mann, er hat sogar einen besseren Wagen als ich. Den meine ich nicht. Ja, ich mache das Auto doch noch. Und dann werde ich den Acura verkaufen und mir dafür die Corvette holen. Scheinbar ist das nicht anders möglich. Ich brauche ein anderes Auto. Weil das ist ja auch, glaube ich, ein S-Auto. Also ich muss gucken, was ich mache. Oh, das Auto ist da hinten erst. Bei Rydell. Noch. Zentrale hier. Wir haben Sichtungen des Zielfahrzeugs bei University Central. Interceptor hier. Erledigen wir diesen Racer. Heirat Wagen ist hier zur Unterstützung. Streife ist bereit, die Zielperson zu fassen. Zentrale hier. Straßensperre bereit. Hier gab es eigentlich einen Anstoß. Idioten. Ich drücke den Zielwagen auf die Pelle. Wir haben nicht mehr viel Sprit. An alle Einheiten. Zielperson ist jetzt bei Douglas Park. So. Da ist das Auto. Ferrari LaFerrari, liefer den Wagen ab. Innerhalb von 1,55 für 12.000. Machbar ist es theoretisch. Dann, wie gesagt, verkaufen wir Acura, holen wir den Cody Corvette. Und dann gucken wir mal. Dann haben wir ein neues, aber gutes Auto. Scheiß BMW da weg. Die Frage, was kostet eigentlich die Corvette?
Aber ich glaube, die kostet nicht so viel. Und die kostet, glaube ich, mittlerweile so ungefähr wie der Skyline. So, Handy nehmen wir uns aus die Karre nicht. Einen Fehler drin gehabt in der Karre, in dem Auding. Hätte ich den Fehler mit dem Dreher nicht drin gehabt, wäre es möglich gewesen. Da habe ich Zeit verloren. Sonst wäre das. Die sind knapp möglich, die Dinger. Ne? Ja, bleib am besten vor mir stehen, du Drecksack, Alter. Ich bin ein bisschen. Aber wenigstens zieh die irgendwie so vor die, unnötig vor die Kiste, vor die Karre. Ja, Mann! Das ist halt das Problem. Diese unnötige Fehler, das hat mir wieder vielleicht sogar die entscheidenden Sekunden gekostet. Verpiss dich mit deiner Karre. Ja, ja, gib mir den Sack. Ja, steh am besten mit deiner... Was soll ich mit deinem Weg stehen? Ich packe ihn im Moment rückwärts aus. Ernsthaft jetzt? Du Drecksack! Ja, ich muss da unbedingt aus. Und da steht die scheiß NPC 3 Sekunden vor dem Ende und packt jetzt mal seine scheiß Karre aus. Ah, Mann! Ey. Na gut, vielleicht habe ich auch die parkenden Autos nicht gesehen. Das kann auch sein. Scheiße, ey. Mann, ich versau's mir jedes Mal mit so einer Nummer. Theoretisch ist das alles möglich, das Ding. Also, nein, ins 40, ins 45, ins 45, wahrscheinlich ist es machbar. Dazu muss ich es aber erstmal hinkriegen. Klar, steh da! Ey, die Straße ist breit genug, was mache ich? Ich packe jetzt mal. Ja, ich fahre mal ein bisschen in den Bracken der Autos, habe ich Bock drauf. Scheiße, Mann. Sache, das sind immer diese scheiß entscheidenden Sekunden, die mir so eine Nummer kostet, ey.
Oh ja, natürlich! Jetzt. Oh, hey. Mann, Gott sei Dank, ich hab's geschafft, ja. Also 48, 3, 8, 9. Ich sag ja, als 45 wäre machbar, aber scheiß drauf. Sind nicht päpstlich als der Paar. Bin fertig. Der Ferrari war ein Traum. Sogar Shimizu war beeindruckt von deiner Geschwindigkeit. Ich bin wirklich stolz auf dich. So. Jetzt gucken wir mal, was die Karre da kostet. Die Corvette. Und das sind mit zwei Schalten sich von Bakura zu drin. 158.000, 138.000 hätte ich so. Red du nur, Nerves a Wheel. Das ist.